Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Spiel. Heute spielen wir das Spiel Melter. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So, rein in den Dungeon, bevor da noch mehr kommen. So, ich habe noch drei neue Techniken, nee, vier sogar, ich habe noch einen Doppelsprung. So. Okay, den kann ich ja jetzt aufladen. Jetzt kann ich so stampfen. Und wenn ich so gedrückt halte nach unten, kann ich noch so eine Welle machen. Das Ding kann ich wohl nicht bekämpfen. Was bist du? Egal. Ich habe ein bisschen die Steuerung vergessen, weil ich ein bisschen lang nicht mehr gespielt habe. Und ich werde jetzt versuchen, ein bisschen mehr auf diese Geheimnisse zu suchen. Ja, Punkte. Ich habe jetzt schon ein Geheimnis gefunden, glaube ich. So. Geschafft. Da kommt jetzt eine Bombe. Und da ist so ein Ding zum Mitnehmen. Wirkt mir aber nicht wie ein Geheimweg. Ich will erst nochmal oben gucken. Da oben komme ich nicht mehr lang. Warte mal. Hier oben war nur noch so ein Kristall, den ich liegen gelassen hatte. Da oben war jetzt, wie ich gerade eben gezeigt habe, nur noch eben kurz so ein Kristall. Das kann ich nicht kaputt machen. Die Stacheln fallen runter. Hm? Kannst du das hören? Das klingt nach einem Geheimnis. Oder auch nicht. Oh mein Gott! Rückzug! Dreh um, nimm die Beine in die Hand! Okay, mit dem Ding will ich mich nicht anlegen. Ich habe es verstanden. Und hier ist ein Geheimnis zu mitnehmen. Okay, gucken, ob ich die heutige Challenge schaffe. Drei gibt es an jedem Level. Lass dich nicht treffen. Verprügeln darf ich aber, oder? Gut, dass ich den Doppelsprung habe. Verdammt. Puh. Punkte. Warum soll ich die unbedingt leben lassen, damit sie mich weiter angreifen können? So ist es doch viel leider. Oh. Mit dem will ich mich nicht prügeln. Verdammt, da muss ich wahrscheinlich mit so einem Hechtsprung drüber.
Okay, ich hab's tot gekriegt. Und ihn auch. Okay, hier ist Timing angesagt. Geschafft! Die Dinge zu verprügeln war immer schlau. Ich wusste es. Ja, mit der Münze. Zwei fehlen noch. Okay. Augen offen halten. Ihr seht wahrscheinlich sowieso mehr als ich. So, meine größere Sorge ist ja jetzt eher mehr dieser Wurm, der aus der Wand kommt. Woran merke ich, ob der jetzt angesprintet kommt? Der reißt auf jeden Fall alles ein, was vor ihm ist. Der kommt hier jetzt wahrscheinlich raus. Ja. Nö. Ich werde nicht deine Mahlzeit. Oh Gott. Meine Güte. Ja, damit. Punkte. Oh, ich habe schon gemerkt, wie euer Angriffsmuster ist. Wenn ihr den so nach hinten strecken, den Arm, dann machen sie den langen Wurf. Guck, sie machen einmal hier nach oben und dann machen sie einmal so nach vorne zeigen. Das Zeigen ist der lange Wurf. Den will ich vorher ausschalten. So, wie ging nochmal die Seine? Oh, so ging der. Gut, dass ich einen Doppelsprung habe. Jetzt komme ich besser hoch. Wahrscheinlich gibt es sogar noch hinterher so einen Trippelsprung. Punkte! Kein Wurm? Ich kann diese Wand nicht einreißen. Ich schaffe das. Aber erstmal mache ich den Typen da weg, der nervt. So. Geschafft. Und dann war es unnütz. Kann ich die Geschosse eigentlich auch? Ja, kann ich. Das hätte mir gerade eben viel Arbeit erspart. Hätte ich gewusst, dass ich die Dinger kaputt machen kann. Ich komme hier nicht nach unten. Genau, reiß mal eben kurz die Wand für mich ein. Allein die Berührung ist schon der Tod. So, diesmal bin ich schlauer und hab den Baum erstmal durchrennen lassen. Und jetzt komme ich hier zu meiner Challenge. Oder auch nicht, weil ich nicht hoch genug komme. Okay. Dann muss ich die wahrscheinlich machen, wenn ich einen Trippelsprung habe. Pam. Nein, ich hab mich umgebracht. Ich muss nochmal laufen. Sorry, Leute. Ich musste kurz was rausschneiden, weil jemand im... mein Zimmer kam und was von mir wollte. Boah, ich verprüge dich jetzt einfach. Im Übrigen, diese Welle, die geht durch den ganzen Raum. Also, das konnte ich gerade eben testen.
Musste ich aber rausschneiden, weil mich jemand in Real angesprochen hat, immer mit dem Namen, und ich will nicht unbedingt, dass das jemand weiß. Okay, ich kann die Dinger nicht kaputt machen. Direkt verprügeln, bevor der noch was weiteres macht. Und ich habe 100 von diesen Steinen eingesammelt. Wofür waren die nochmal? Ja, es gibt noch einen Vierfachsprung. Safe. Ich finde diesen Stampfangriff so toll. Warte, das kann ich jetzt mal vorführen. Seht ihr? Das geht durch den ganzen Raum. Das ist eine echt gute Fernkampfwaffe. Zack. Jetzt ist da offen. Okay, bei den Dingern wissen wir ja schon, dass wir sie aufhalten können. Ich bin genau rein. Und erstmal ihn ausgeschaltet. Oh Gott. Es gibt mehrere von diesen Würmchen. Aber nett, dass sie auch die Gegner ausschalten. Oh, da kommen... Die kommen öfter. Okay, ich muss den einen direkt hinterher. Wenn mich der zweite nicht kriegt. So, da erstmal mit einem aufgeladenen. Pam. Zack. Und natürlich will ich den Kristall da unten. Ich überlege gerade nur, wie ich da anständig drankomme. Ich will nicht. Du kriegst mich nicht. Okay, warte. Ich warte den nächsten Wurm ab. Und dann versuche ich ganz schnell dahin zu... Ah, kann ich von dieser Seite aus gar nicht. Das muss ich von hier aus machen. Wie soll das denn funktionieren? Oder habe ich mittendrin was übersehen? Ich könnte versuchen, von dort aus zu sprinten. Vielleicht kann man sich bei dem Kristall auch ducken. Oh, es ist gut gegangen. Okay. Hier sind keine Würmchen mehr. Den wollte ich eigentlich nicht erwischen. Ich wollte den treffen. Okay, bestimmt ist hier jetzt irgendwo. Das Rätsel. Ich gucke aber auch noch mal oben. So, der Aufwärtshaken, der ist überhaupt nicht stark. Da ist es, was ich suche. Okay, ich will hier den Gang aufmachen. Da geht nicht auf. Da ist wieder so ein böses Viech. Das muss weg. Okay. Hier muss ich so rum. Dann hier. Von hier aus komme ich auf den Stein. Und das hat hoffentlich die eine Tür geöffnet. Hoch! Ja, hat's geöffnet. Okay, ich brauche hier ein... Ich komme nicht hoch genug.
Autsch. Okay, ich hab's irgendwie geschafft. Super, fall nicht runter. Lass dich nicht treffen. Okay. Einfach rüber. Nee. So, den weg. Das hat funktioniert. Bisher noch alles easy. Das war ja die leichteste Herausforderung von allen. Die habe ich first try geschafft. Okay. Vielleicht, wenn ich da durchsprunte, komme ich da durch. Hat geklappt. Zack. Tschüss. Nope. Oh Gott. Ich hab nicht erwartet, dass der von oben kommt. Hör auf, dich an den Wänden festzuhalten. Mädel, ich hasse dich. Hör auf, dich festzuhalten. Nein. Oh. Endlich geschafft. Toll, wie soll ich das jetzt machen? Boss. Am besten einen aufgeschlagen, aufgeladenen Schlag. Wie bekämpfe ich dich am besten? Am besten dich einfach zuschlagen lassen, bis du dich so nach vorne hältst. Nein. Nö. Klappt doch super. Einen Schlag hätte noch. Bam. Es klappt gerade so, glaubt mir. Warum muss der Sprung so knapp sein? Und hier ist er schon wieder. Du hast es also endlich geschafft. Ich muss zugeben, dass es länger gedauert hat als erwartet. Du bist ganz schön frech. Hast du eine Ahnung, was wir durchgemacht haben? Ja, habe ich. Was glaubst du, wie ich hierher gekommen bin? Guter Einwand. Ich dachte, dass du vielleicht dein... Ich dachte, aus dem Nichts... aus... Nichts aus Dingen... abgezogen hast. Aber egal. Was ist hier los? Ich habe hier...
ich habe eine der größeren Kreaturen verfolgt und sie hat mich hierher geführt. Ich vermute, dass sie auch gesehen hast. Ich weiß nicht, was sich dahinter befindet, aber es scheint, als würde die Kreatur diesen Raum ganz besonders meiden. Ich vermute, dass es etwas mit diesem ungewöhnlichen Objekt hier auf sich hat. Das diesen verführerischen Duft ausströmt. Und doch scheinen die kleineren und sogar die größeren Kreaturen davon abgestoßen zu werden. Vielleicht können wir das für uns nutzen. Du meinst diesen fauligen Geruch, eins mit Mayonnaise bestrichenem Eis-Sandwich, welches 2 Wochen lang in der Sonne gelegen hat? Ganz genau der. Das erinnert mich an eine Zeit, in der ich noch jünger und noch nicht so weise war. Ich glaube nicht, dass wir eine Ähnlichkeit hatten. Aber egal, ich werde es aufbrechen, um zu sehen, was sich dahinter verbirgt. Nix? Nö, nichts Besonderes, bis auf einen Haufen Glibber. Und jetzt bin ich voll damit. Vielleicht bietet es dir etwas Schutz. Die Kreaturen hier erscheinen den Geruch nicht zu mögen. Solange sie mir fernbleiben? Wie wahr? Eigentlich hatte ich gehofft, hier eine Doma-Rune zu finden. Mit der Rune könnte ich mich tiefer in die 3 Gebiete vorwagen. Du kannst bereits tiefer als ich vordringen. Darum geh vor und sieh, was du findest. Ich werde nicht mehr hier sein, wenn du zurückkommst. Aber du findest gewiss eine Rune. Wir sehen uns bestimmt wieder. Ich muss irgendwie einen Weg finden, meinen Leuten zu helfen. Lebe wohl. Geht der Dungeon jetzt hier noch weiter? Mein Gott. Die Dinger meiden mich, hoffentlich. Ja, die mögen den Geruch echt nicht. Solange ich stinke, lassen sie mich in Ruhe. Her damit. Wahnsinn, es hat funktioniert. Hätten wir das Zeug noch früher entdeckt. Wenigstens haben wir eine Doma-Rune gefunden. Ja, ein bisschen früher und es hätte mir geholfen. Wow, warum zum Teufel schweben wir auf einmal? Sieht aus, als würden wir durch das Loch hinaufgesogen. Wir haben die Map geschafft. 2 Apfelkerne, 2 Moxie-Ressourcen und wir haben 2 Herausforderungen. Wo war denn noch ein 3. Apfelkern? Na egal, das wird wieder viel zum Schneiden. Rune geschafft. Kommandantin Zimmer! Ja, mein Herr! Ich bin vorhin in dem Grüßlerberg mit einer Doma-Rune zurückgekehrt. Äußerst beeindruckend, eure Grünlichkeit. Mit dieser neu erworbenen Doma-Rune könnt ihr auch Angriff- und Kurabi-Attacken umstellen. Damit sollten die Kurabi-Felsen und Kurabi-Runentore des Level 1 zerstören können. Ich hoffe, diese Information ist hilfreich für euch, mein Herr. Das ist sie auf alle Fälle. Je mehr Doma-Runen ich besitze, desto höhere Level kann ich dann wohl zerstören. Genau, mein Herr. Das Gleiche trifft auch auf andere Gebiete zu. Ausgezeichnet, Kommandantin. Seine Zeit, diese neuen Kraft zu testen. Und zwar an diesem kleinen Fels dort drüben. So, jetzt kann ich die kaputt machen, ne? Okay. Jetzt kann ich diesen Fels kaputt machen. Welche unglaubliche Kraft, mein Herr. Wenn ich die Kurabi-Runentore da drüben zerstört, werde ich die Truppen einsatzbereit machen, um tiefer in das Kurabi-Gebiet vorzudringen. Okay. Ich mache jetzt hier aber für heute Schluss, weil der Part geht schon lang genug. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!